Die Fifth Avenue, Symbol für New Yorks Wohlstand, verwaist. Große Ketten überlegen aufzugeben, es lohnt sich nicht mehr. Auch Restaurants und kleine Geschäfte kämpfen ums Überleben. Auf den Straßen immer mehr Wohnungslose. Und auch für die Yellow Cabs lohnt sich der Job nicht mehr. Nur noch etwa ein Viertel der Taxis sind überhaupt auf der Straße. Victor steigt zum ersten Mal seit 5 Monaten in sein Taxi. Er hatte sogar überlegt, seinen Yellow Cab ganz stillzulegen. Viele von uns arbeiten gar nicht mehr. Und die Fahrer, die noch arbeiten, brauchen 14 bis 16 Stunden, damit es sich überhaupt lohnt. Victor nimmt uns mit auf seine erste Fahrt durch Manhattan seit einem halben Jahr. Er ist schockiert über den Zustand seiner Stadt, auf deren Straßen er seit 30 Jahren unterwegs ist. First impression of New York is just mein erster Eindruck von New York, das ist total negativ, wie eine Geisterstadt. Um diese Zeit war es sonst 20 Mal voller. In den Bürovierteln von Midtown, wo kleine und kleinste Geschäfte auf Kunden warten, ist es für viele schon vorbei. Fast 3000 kleine Unternehmen haben bereits dicht gemacht und die Stadt befürchtet, dass ein Drittel aller Geschäfte nie mehr zurückkommen wird. Kevin hat noch nicht aufgegeben. Im März erst hat er seine Pizzeria hier eröffnet, mitten in der Pandemie. Mit Qualitätspizza will er sich am Markt halten, aber langsam geht auch ihm das Geld aus. Hier in Midtown sind vor allem Geschäftsleute, aber in den Büros sind keine Menschen mehr. Ich würde sie ja gerne bedienen, aber es gibt niemanden mehr zu bedienen. In Kevins Blog haben bereits viele andere Geschäfte aufgegeben. Das ist auch für Kevin ein Problem. Das schadet uns, denn wenn jemand in den Nagelsalon kommt, isst er vielleicht auch Pizza. Wir Kleinen brauchen einander. Das Leben von der Hand in den Mund bringt Tausende von selbstständigen New Yorkern schwer in Bedrängnis. Auch in Manhattans wohlhabender Upper West Side nimmt das Elend zu. Hohe Mieten, wenig Umsatz, wenig Kunden. Das Leben verändert sich. Die Upper West Side ist nicht mehr dieselbe. Den Niedergang von New Yorks Dynamik zu sehen, das berührt mich wirklich, auch emotional. Wo Geschäfte schließen, ziehen Wohnungslose unter die Vordächer. Obwohl die Stadt 139 Hotels für die Menschen geöffnet hat, bleiben viele auf der Straße, ohne Perspektive. Jennys Spielzeugladen war 2,5 Monate geschlossen. Ihr Umsatz ist seit der Wiedereröffnung drastisch gesunken. Sie kann nur noch 5% erwirtschaften, viel zu wenig für die horrende Miete. Wenn unser Geschäft sich bis September nicht verbessert, halten wir nur bis Oktober durch. Wie alle New Yorker hat auch Jenny eine klare politische Meinung. Während sie viel von Kamala Harris hält, sieht sie das Missmanagement des Coronavirus durch Trump als Verursacher der Wirtschaftskrise. In ihrem Bücherregal gibt es nur Demokraten. Was aber, wenn Trump wiedergewählt wird? Das macht mir wirklich Angst. Ich hoffe, wir haben dann eine Revolution. Es sind ihre Kunden, die jungen Familien, die derzeit massenhaft die Stadt verlassen. Kunden, die wahrscheinlich nicht zurückkehren. Jennys Mutter ist längst in Rente und lebt ganz in der Nähe. 1981 hatte sie den Spielzeugladen gegründet. Jetzt fürchtet sie erstmals in 39 Jahren den Untergang. Es ist hart. Ich hoffe, sie schafft es. Ich glaube, sie hat gute Ideen. Es wäre möglich, wenn die Leute zurückkommen. Die Bürotürme der Innenstadt sind zum Teil nur zu 10% besetzt. Immer mehr Firmen wollen den Büroraum reduzieren. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es derzeit 26% mehr Leerstand als im Vorjahr. Die Preise, besonders für größere Apartments, fallen um 10-15%. Auch in erstklassiger Lage am Central Park. Immobilienmaklerin Kathy ist bestens im Geschäft. Sie glaubt, es sei ein guter Markt für Investoren. Dieses Apartment ist für $3 Millionen auf dem Markt ein regelrechtes Schnäppchen.
Wenn man an New York City glaubt, dann muss man vielleicht durch ein paar harte Jahre. Aber wenn man 5 oder 10 Jahre durchhält, kann man gut abschneiden. Ein gutes Geschäft für Reiche also, aber das Ende für viele, die es vor Corona auch schon schwer hatten. Aber New York wäre nicht New York, wenn es sich so schnell unterkriegen lassen würde. Der Coronavirus wird New Yorker nicht stoppen und New York City wird zu altem Glanz zurückkehren. I'm a New Yorker. Ich bin New Yorkerin, wir geben nicht auf. Wie Gouverneur Cuomo sagt, wir sind New York tough. We don't. You know, Cuomo says we're New York tough. Der Spirit von New York, der Stadt, die vom Coronavirus besonders hart getroffen wurde, scheint trotz allem ungebrochen.